Aber das ist nur das Sahnehäubchen. Jetzt hinterfragen die Leute ihre eigenen Ansichten. Niemand wird zugeben wollen, dass er bei dieser Wahl verarscht wurde. Aber jeder Thrust-Wähler wird sich genau das fragen. Wir haben Bloom und CTOS zur Idee verschweißt, dass große Datenunternehmen invasiv und scheiße sind. Yep. Ein großer, invasiver Scheißkuchen. Du bist furchtbar. Das gefällt dir doch. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Watch Dogs 2. Ihr seht hier schon, wir haben die Hauptoperation Jackpot. Triff dich im Hackerspace mit DedSec. Ja, Briefing. Das ist das Finale und um Dusan und Bloom zu erledigen, muss Marcus alle für eine letzte große Operation zusammenbringen. Ja, liest sich, als wäre das oder als würde sich das Spiel jetzt wirklich dem Ende zuneigen. Sehr, sehr schade. Also ich hoffe ja, dass es doch noch ein kleines bisschen geht, wenigstens die Mission. Aber wir gucken jetzt einfach mal. Ich weiß, irgendwann musste es kommen. Ja, dann auf geht's ins Finale. Hä, wieso ist das oben? Ach so, das ist oben. Draußen. Nee, im Laden. Wie gemein. Okay, also wirklich die letzte Mission. Tja, dann mal los. Du musst sie aufhalten. Stufe sie als Bedrohung ein. Irgendwas. Yep. Das geht schon viel zu lange. Ich hab's kapiert, Mary. Schon die ersten verdammten 100 Mal. Wenn's so wäre, wären wir nicht hier, oder? Was ist denn los? Was? Verschwörung? Und wieso sehe ich dunkler aus? Hey, Ray, kannst du den Scheiß löschen? Ja, yeah, aber diesmal wird es nicht ganz so einfach. Das Arschloch hat dich zum Bundesproblem erklärt. Willkommen im Club, Amigo. Ja, das wollte er von Anfang an, oder? Uns als Schreckgespenst hinstellen, das Silicon Valley terrorisiert. Dushan verspricht Sicherheit mit CTOS und dem Satelliten-Backbone und bam, sofort sind alle mit dabei. Ja, yeah. Jetzt hat Bloom Zugriff auf all die gesammelten Daten. Und füttert Bellwether damit. Shit, damit ist ihr Netz sogar noch enger als das der NSA. Mann, ich wette, die NSA wird sehr bald mit Bloom ins Bett steigen wollen. Die NSA wird anderen Unternehmen raten, für Bloom die Beine breit zu machen. Ah, ich muss was machen. Ich kann hier nicht rumsitzen. Ach, niemals. Das ist genau das, was du schauen willst. Abgesehen davon hast du schon echte Schwerstarbeit geleistet. Zeit, dir ein wenig unter die Arme zu greifen. Okay. Okay, ihr geht da raus, Leute. Ich sorge für die Logistik. Dann packen wir es an. Hey, du guckst mich schon wieder so an. Alles okay? Marcus steckt in ernsten Schwierigkeiten. Ja, ich will ihm hier helfen. Ich bin ja nicht der Böse, Citara. Kapiert. Okay? Aber wir benutzen uns nicht, wie Primate und Silicon Valley. Bei euch alles gut da drüben? Ja, alles cool. Ja, alles gut. Was kann ich machen? Hilf du, Marcus. Verdammt richtig. Das ist Andrew Novak, Dushans Assistent. Oh, arme Sau. Er hat geheime Firmendaten für seine große Liebe geklaut. Mary Catskill. Die CEO? Dumme Sau.
Ich hacke seinen Laptop, nutze seine Backdoor aus und hole uns von Blooms privatem Cluster den Code, den wir brauchen. Aber dafür muss ich mir zuerst die Beine vertreten. Ach guck, diesmal sind wir so mit Citara unterwegs. Yo, Marcus! Spiel mal was Schönes für mich. Oh. Ich muss einen Weg darauf finden, um den lokalen CTOS-Router zu unterbrechen. Wie ist Glauber? Verdammt. Für den eigenen Schutz ist Bloom kein Aufwand zu groß. Das ist wieder zeitgesteuert. Ich hasse es. Das ist nicht gut. Na. Na, das brauchen wir. Hallo. Hopp, hopp. Nein, 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 nein. Citara, mach ihn. Oh, 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 schnell wieder hoch. Schnell, 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 schnell. Komm. Oh, das war knapp. Na, bitte. Und ich bin drin. Wenn er es rauskriegt, kann ich den Job vergessen. Das ist dein geringstes Problem, Schatz. Dushan wird deine Familie aufspüren und sie auch feuern lassen. Er steht da auf die Auge-um-Auge-Nummer. Scheiße, das hilft mir nicht. Andrew, meine Tür ist immer offen, das weißt du. Ich will nicht ewig Assistent bleiben, Mary. Nein, Schatz. Nicht als mein Assistent. Du hast Dushan betrogen. Für dich? Die Rechts- und Personalabteilung würde dich nie einstellen. Der Prozess wäre nur eine Frage der Zeit. Oh. Habt ihr den Riesenteddy gesehen, der auf dem Bett hatte? Ich hab den Zugangscode. Wrench, du bist. Oh, spielen wir jetzt mit Wrench? Tatsächlich. Sau cool. Wie fändest du es, Blooms Backup-Datenfarm zu suchen und zu schrotten? Du kannst so viel kaputt machen, wie du willst. Oh. Das Ding hier zieht viel zu viel Strom, Hombre. Und es liegt vor Blooms Haustür. Also lass die Muskeln spielen. Zerstör die Backup-Server, sonst starten sie einfach eine frühere Version der Daten, die wir löschen wollen. Und das heißt jetzt? Wow. Wir haben wohl unbegrenzt Munition, was?
schießt doch! Oh. Aua! Finde ich aber nicht in Ordnung. Wow, wo sind die? Mensch, geh in Deckung. Irgendwo. Wie fändest du es, Blooms Backup-Datenfarm zu suchen und zu schrotten? Du kannst so viel kaputt machen, wie du willst. Das Ding hier zieht viel zu viel Strom, Hombre. Und es liegt vor Blooms Haustür. Also lass die Muskeln spielen. Zerstör die Backup-Server, sonst starten sie einfach eine frühere Version der Daten, die wir löschen wollen. Hä? Achso, das ist hier schon voll. Das ist schon schwer gefühlt. Das war sehr gut. Nicht. Deckung raus ist einfach nur Scheiße. Ranch, kannst du nicht ein bisschen schneller? Nur ein bisschen. Vielleicht schaffen wir es jetzt. Jetzt haben wir es geschafft. Wie man das wohl freischaltet? Ich mach schon. Halt du die Augen offen. Nein, ich denke ja nicht dran. Oh Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Die Musik ist auch furchtbar. Was? Das ist so nicht euer Ernst, oder? Ich hab gedacht, wir wären hier fertig. Ich mach sie kalt. Was? Hey Marcus, findest du, der Raum hier ist klein? Mann, ich bin nicht da. Yep, ich finde ihn auch klein. Haut doch nie im Leben hin. In Deckung! Ja, jetzt bringen wir uns nur selber um. Das ist doch scheiße. Oh Mann, jetzt wird der... Na,
Ihr schießt überall durch und ich nirgends. Ist in Ordnung. Tür und Angel ist eine spitzenmäßige Idee. Jetzt haben wir dann fast alle. Geben Sie auf! Nein! Ach so, war das gedacht. Okay. Aber das gibt jetzt wahrscheinlich wieder so ein riesiges Netzwerk oder sowas. Hast du die Backup-Server? Mann, ich habe Blooms Kämmerchen entdeckt. Die Backup-Server und den Campus-Generator. Zum Glück habe ich genug dabei. Komm, mach! Hä? Ja, Was denn? Was wollt ihr von mir? Ich bin noch da. So vielleicht. Jetzt hat dieser nur abklingt sein. Was hat der denn noch? In die Luft. Ich kann wieder. Josh, wie sieht's aus? Im Moment wandern 73 Marcus Holloways herum und wir spammen noch mehr. Ich drucke hier Unmengen Your-Me-Masken mit deinem Gesicht. Die CTOS-Gesichtserkennung wird komplett durchdrehen. Jetzt kannst du dich frei bewegen. Okay. Gott sei Dank muss mir jetzt nicht auch noch entkommen. Leute, gute Arbeit. Ich schicke euch den Zugangscode. Duschans Assistent weiß nicht, dass er gehackt wurde. Es wird alles nach Plan laufen. Wenn du am Airgap-Computer von Bloom bist, überträgst du alles über Handy und schickst die Infos zurück ans Mutterschiff. Mhm. Viel Glück, Cowboy. Tja. Dann wollen wir mal. Das wird vermutlich auch nicht sehr einfach werden.
befürchte ich. Jemand verletzt? Wow. Sorry. Nein, alles gut. Schon gut. Nein. Noch? Erzähl weiter, was war das? Na, sie hat zum Boss gesagt. Get the game on lock like we changed the key. Was? Danny Brown. Wer? Mann, Banausen! Nein, nein. Oh shit, Ray. Du musst sie unbedingt daran hindern, Dushan zu fahren. Hast du eine Idee? Ich hack die Campus-Router und ändere ihr Passwort. Das sperrt ihr WLAN für jeden anderen außer uns. Auf in den Kampf. Ich halte die Augen offen. Deckung! Nein, wieso? Jetzt hast du. Genau, und jetzt kriegst du gerade den Schlüssel und jetzt werden wir erschossen. Super! Hast du Schlüssel? Aua, gleich sind wir tot. Was machst du denn da? Ja, besser ist das. Besser besprengen uns selber und beenden dieses Trauerspiel. Wenn dich da einer sieht, bist du sowas von verratzt. Das ist so nicht zu fassen. Oh shit, Ray. Du musst sie unbedingt daran hindern, Dushan zu fahren. Hast du eine Idee? Ich hack die Campus-Router und ändere ihr Passwort. Das sperrt ihr WLAN für jeden anderen außer uns. Auf in den Kampf. Ich halte die Augen offen. Hey, cool. Sehr cool. Nein. Komm, mach schon. Himmel, noch eins. Jemand ist hier. Quatsch nicht. Stirb einfach. Ja, starten. Starten! Hopp, 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 hopp. Eine erledigt. Finde den nächsten. Wow! Hey, Eindringling! Ah! Verdammte Scheiße! Oh nein, das sind zwei. Die sind zwei. Bleib unten. Nein. Ich suche Deckung. Das muss jetzt mal ein Ende haben. Aua. Ja, wo schießt ihr denn mal durch? Nein, nein, nicht schon wieder. Ach, hier schießt du, ich nicht. Granaten kommen nicht durch, aber Kugeln. Ja, genau. Mir rutscht jetzt ein klein ganz unflätiger Flug raus. Oh shit, Ray! Du musst sie unbedingt daran hindern, Dushan zu fahren. Hast du eine Idee? Ich hack die Campus-Router und ändere ihr Passwort. Das sperrt ihr WLAN für jeden anderen außer uns. Auf in den Kampf! Ich halte die Augen offen. Und wieder! Leck mich! Und leck mich einfach! Das gibt doch wieder nichts. Och nö. Ich würde ja sagen, Ray, du musst sie unbedingt daran hindern, Dushan zu fahren. Hast du eine Idee? Ich würde ja sagen, wir machen das in der nächsten Folge, aber ich will das jetzt fertig machen. Ich will ja auch wissen, wie es ausgeht. So ist es ja nicht. Wisst ihr was?
Jetzt hat mich wieder einer gesehen, oder? Ah ja, klar. Nee? Nee, das sind die vom Gänger. Ich glaube. Komm schon. Das ist jetzt auch so blöd dahin machen. Eine erledigt. Finde den nächsten. Oh! Ach so, wir müssen wieder darüber. Schicken wir nochmal die Gang los. Haltet mich einfach da raus, wenn es geht. Also den haben sie aber schnell abknallt. Manchmal denke ich mir auch, könnte so einfach sein, gell? Noch ein Router hinüber. Das war's, sie sind abgeschnitten. Genau wie du, Sean. Bei dir alles okay, Ray? Alles bestens. Mach dir keine Sorgen. Such einfach einen Weg runter. Haha. Abgefahren. Wieso zur Hölle? Keine Ahnung. Ja, mich nervt es dann selber, weil ich so ungeduldig bin und das nicht abwarten kann. Und dann geht's, ihr habt es ja selber gesehen. Dann geht's 10-mal in die Hose. Und dann muss man halt doch aufpassen. Und mal langsam machen. So, wo geht's denn jetzt da runter? Mein Gott, wie unfähig seid ihr denn? Macht doch wenigstens ein paar von denen platt. Also so blöd habe ich nicht mich angestellt. Und das will schon was heißen. Gebe ich ja selber zu. So, jetzt brauchen wir irgendwie Treppenhaus oder sowas.
Aber das war ja klar, dass Blum hier so ein mega futuristisches Geschäftsgebäude hat, wo sich keine Sau auskennt. Oh, wow. Toll. Sind das hier überhaupt nur Büros oder ist es ein Kinderspielplatz? Hier ist halt auch nichts, was auch nur annähernd nach Treppenhaus aussieht. Wo könnte denn das sein? Sieht man das irgendwie auf der Karte? Nee. Rüber müssen wir. Leichter gesagt als getan. Ah, da ist wieder eine. Das ist abgefahren. Geht's doch auch nicht runter. Hä? Hört ihr das? Du! Ich weiß, dass du mich hörst. Ach was. Hey! Ja, bitte. So. Nee, ich denke mal nicht, dass die Fahrstühle benutzbar sind. Was ist denn das? Ach so. Ich würde sagen, wir nehmen das Ding hier in der Mitte, ha? Ja, das hätte ich ja nie gefunden, ohne die Drohne. Oh Gott. Ihr verarscht mich. Echt jetzt? Wo ist denn der zweite Schlüssel? Da oben. Das ist nicht euer Ernst. Das kann nicht euer Ernst sein. Wo ist es denn? Oh mein
ich habe die Tür zugemacht anstatt auf. Hau bloß ab, du. Jetzt kommt er natürlich wieder. Hol mal die nochmal. Hauptsache, die haut jetzt mal hier ab. Ha? Oh. Lass die Tür auf. Cool. Unter Terrorismusverdacht. Auch nicht schlecht. Dann lass man halt abführen. Aber der muss da weg. Muss denn jetzt ausgerechnet auch hier einer rumschleichen? Verhaftet ihn. Ja, was ist denn jetzt? Zentrale, komm zurück. Wir haben den Kerl. Was? Ah. Oh, bitte. Was war das? Geht doch. Jetzt kommen die Nächsten hinterher. Also, das ist doch scheiße. Ich hab nichts gemacht. Wo ist denn jetzt das blöde Ding? Oben. Das ist ja jetzt nicht wahr, oder? Jetzt bin ich wieder zurückgefahren. Sehr klug war das. Sehr. Toll. Also manchmal. Also, wir sind da hoch. Wo sind wir rausgekommen? Also zum sich orientieren ist das NetHack der letzte Dreck. Wirklich. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber toll zum durch die Wände gucken, aber ich kann mich damit nicht orientieren. Null. Also irgendwo da müssen wir die Treppe hoch. Schon weiß ich nicht mehr, wo wir hin müssen. Jetzt habe ich völlig die Orientierung verloren.
Was? Mist. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Super. Die einzige Treppe, wo ich gefunden habe. Ich glaube, hier war's. Hey! Ah! Hey! Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein, oder? Kann das wahr sein? Ich konnte jetzt so die Orientierung verlieren. Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, wo ich hoch wollte. Was heißt wollen? Ein Scheiß will ich, aber ich muss ja. Nein, 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 nein. Waren wir dann nicht eben schon? Ich hab bestimmt dran vorbei, oder? Egal. Wir haben's. So. Jumper zurückrufen. Weiter geht's. Weh, die haben jetzt nochmal so eine Scheiße einbaut. Mit dem Wagen. Bist du sicher? Ja. Schwer angepisst, dass ich nicht drin bin bei dir, aber in Sicherheit. Ich weiß, Mann. Ich nähere mich dem Airgap-Computer. Ray, du hättest jederzeit gerne dasselbe hier machen können. Allein. Unfassbar. Kann man da eigentlich runterfallen oder was ist denn? Was ist denn das hier? So, wo war jetzt das Ding zum Entsperren? Wo? Da drin. Wenn wir dafür jetzt auch noch einen Schlüssel braucht hätten, aber dann. Alles Absicht. Das ist Spieler. Mobbing. Ganz klar. Jawohl. So, also. Hoch. Ich bin durch die Tür. Und ich habe die Sitze aufgewärmt. Ich wäre dann soweit. Ray, schön, Ray. Im Ernst, das hier müsstest du sehen. Mann, erzähl mir das nicht. Du brichst mir das Herz. Das Herz. Und nu? Mann, letztes Mal hat mich Duchamp Nemec erwischt. Er ist nicht da, vertrau mir. Was eine verfluchte Schande ist. Ja, ich klopfe trotzdem auf Holz. Etwas beunruhigend, dass hier keine Wachen sind. Da kommt bestimmt nur irgendwas Fieses. Wetten?
Ich nutze Joshs Admin-Zertifikat, um ins Innerste zu kommen. Kriegt ihr was mit, Leute? Wir haben Zugriff zum AirGap-Computer. Er ist nicht mehr entkoppelt. Der Download ist gestartet. Alarmwegen eines möglichen Ziels in Ihrer Nähe. Over. Wir haben einen Hack. Finden Sie sofort raus, was da vorgeht. Ein Alarm wurde ausgelöst. Agenten sind unterwegs. WTF. Holt mich hier raus. Scheiße, das hat ihm gar nicht gefallen. Pass auf dich auf, Amigo. Du hast es noch nicht geschafft. Ja, ich weiß. Ich kriege Besuch. Jetzt bloß nicht irgendwie übereilt. Hier ist nichts. Das wäre jetzt absolute Worst Case. Jetzt sind wir so weit rum. Das war knapp. Ja, leck mich doch, jetzt haben sie uns sowieso. Wo sollen wir eigentlich hin? Hoch oder wohin? Toll, Sackgasse, super. Ja, besser ist das. So, jetzt machen wir einfach einen Rage Quit und vergessen die ganze letzte Folge. Gut, immerhin darf man hier anfangen. Over. Wir haben einen Hack. Finden Sie sofort raus, was da vorgeht. Ein Alarm wurde ausgelöst. Agenten sind unterwegs. Scheiße, das hat ihm gar nicht gefallen. Pass auf dich auf, Amigo. Du hast es noch nicht geschafft. Ja, ich weiß. Ich kriege Besuch. Still. Wie hat der denn jetzt gemeldet, dass wir hier sind? Ich finde das sowieso... Wie dämlich ist denn das immer, dass der keinen scheiß Fluchplan hat? Das gibt es doch gar nicht. Ja, wir sind gleich wieder tot. Hundertprozentig. Das kann doch gar nicht sein. Das ist jetzt zum 100. und 1000. Mal. Das haben wir uns jetzt wohl eingeschlichen, aber es gibt fast nie einen Flugplan. Das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Jedes Mal die gleiche Scheiße bei der Flug. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Da draußen Scheiße, ist alles das voll. Das hat ihm gar nicht gefallen. Pass auf dich auf, Amigo. Schon klar. Du hast es noch nicht geschafft. Ja, ich weiß. Ich kriege Besuch. Ach, tatsächlich. Das hätte ich ja jetzt nie gedacht. Das war wieder diese verfickte Sackgasse. Unfassbar. Ah, ich bin mir sicher, ihr könnt mich hier trotzdem nur erschießen. Ich bin beim Aufzug. Der Motor schnurrt. Citara, wir kommen zurück, aber Ray und ich müssen noch woanders hin. Du bist wieder unsichtbar. Danke. Ich komme jetzt raus, Ray. Machen Wohin? Wir Schluss. Ich will nirgendwo mehr hin. Ab.
Ihr habt doch sowas von der Arsch offen. Ich suche mir Deckung. Wir haben keine. Ey, unfassbar. Wo kommen wir denn jetzt her? Wo kann mir jemand sagen, wie ich da jetzt bis in 4 oder 5 Stück. Ihr spinnt doch echt. Ja, natürlich haben wir uns wieder selber mit in die Luft gesprengt. Wie soll es auch anders sein? Also jetzt werde ich langsam gleich echt pissig. Das ist voll unfair. Wieso kommen mir da 30.000 von denen nur entgegen? Ausschwärmen! Nein, nicht ausschwärmen. Ihr macht mich echt sauer. Wir sind wieder tot, jawohl. Weil wir für den Nahkampf auch gottverdammte halbe Stunde brauchen. Ich will nur hier raus. Auf dem Rückzug. Nein, unfassbar. Ich hab's geschafft. Sag nix. Das kann doch nicht wahr sein, dass man an der Tür auch noch diese verkackte Taste E drücken muss. Das macht die echt nicht. Kommen Sie her! Nein! Rücke vor! Von mir aus. Gar nichts. Gesichert. Bleib wachsam. Er ist nicht hier. Oh nein, nicht wahr. Gehen. Du Markus, du bist manchmal einfach echt verdutzt ausschauen. Und langsam ist noch dazu. Aber was mich der Nahkampf manchmal nerven kostet. Jetzt mach doch einfach. Geh raus! Wo war denn jetzt gerade. Ach, zur Hecke die Welt. Ihr habt mich gehört. Meine Herren. Wo war denn jetzt das Problem? Hätte man den nicht einfach rauslaufen lassen können? Was geht, Homie? Markus? Ich muss zugeben, ich kapiere nicht, wieso ihr herkommt, aber... Oh, halt. Halt. Das ist doch nicht irgend so ein Macho-Blödsinn, oder? Ach, würdest du uns dann aufhalten? Was, dich und Steinzeit Junior? Ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht, sogar besser als in Vegas. Steinzeit Junior hier ist... Ich kenne dieses Fossil. Ich war bis zu den Schultern in Ray Kennys Hirn. Hab seinen Code durchwühlt, aufgepäppelt und überschrieben. Aber eins muss ich dir lassen. Für einen Neandertaler wie dich war der Ansatz nicht schlecht. Chapeau, mein Freund. Ist nicht nötig, dass dir wegen mir gleich einer abgeht, Dushan. Das hier ist nicht unbedingt ein Rendezvous, weißt du. Es ist ja ein... Wie hast du gesagt? Einmal ficken, weiterschicken war der Ausdruck. Ja, yeah, das. Genau. Tja, dann. Ich schieb gern mal eine schnelle Nummer, aber... Warum seid ihr hier? Mann, das könnte echt wichtig sein. Lass mich dir was erzählen. Unsere Story... Alle deine Vergehen, es weiß jeder Bescheid. Verrat an der Öffentlichkeit, Manipulation des Aktienmarkts, die Lügen, der Betrug. Und scheiß Bellwether. Einfach alles. Du blöfst. Wer wird dran sein, wenn du dieses Mal abnimmst? Vielleicht Blum. Die dich allein vor das Erschießungskommando schicken.
Vielleicht ein Anwalt, der dir sagt, dass es keinen Ausweg gibt. Vielleicht auch nur ein Telefonverkäufer. Du solltest diesmal wirklich rangehen. Egal, wer es ist. Du hast das letzte Mal Leute verarscht. Dushan Nemec, Sie sind verhaftet. Hände auf den Rücken. Finger verschränken. Sofort. Dushan Nemec, Sie haben das Recht zu schweigen. So, das hat er jetzt davon. Jawohl. Ah, Party. Na, endlich. Es ist ein Schalter für eure Angst, die Angst vor dem anderen. Sie wollen euch isolieren. Man nennt das Teilen und Herrschen. Sie haben euch glauben lassen, ihr hättet genau das gewollt. Ihr unter Kontrolle bleibt und unwissend. Sie haben euch mit CTOS ausspioniert, um euer Verhalten vorauszusagen und euch zu manipulieren. Sie haben gelogen. Und wir haben euch versprochen, die Wahrheit zu zeigen. Wir haben euch eingeladen und ihr kamt. Ihr habt gemeinsam gesagt, uns lügt keiner mehr an. Uns macht keiner Angst. Uns bringt keiner zum Schweigen. Gute Arbeit. Danke. Okay. Bisschen lang. Okay. Mal sehen, wie die Welt aussieht, wenn wir keine Angst haben, zusammenzuhalten. San Franciscos Hacktivistenzelle DedSec hat mutmaßlich den bisher größten Skandal von Silicon Valley aufgedeckt. Die Hackergruppe legte Beweise vor, dass Blooms technischer Direktor Dushan Nemec seinen Zugriff auf CTOS-Daten für eigene finanzielle und politische Zwecke missbraucht hat. Er wurde verhaftet und muss sich wegen mehrfachen Betrugs vor Gericht verantworten. Seine Konten wurden zwischenzeitlich eingefroren. Blooms PR-Sprecherin Charlotte Gardner gab an, dass die Firma schockiert sei, die Sache untersuchen wolle und mit den Behörden kooperiere. Die von DedSec vorgelegten Beweise könnten Nemec für lange Zeit hinter Gitter bringen. Das hier solltest du dir anhören. DedSec. Gemeinsam recken wir unsere Mittelfinger. Als Silicon Valley unsere Privatsphäre angriff, unsere Selbstgefälligkeit einforderte und unsere Freiheit missachtete. Wir deckten Blooms Hinterzimmer-Deals mit den größten Tech-Giganten auf. Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, jeden Aspekt unseres Lebens zu manipulieren. Mit uns als Boomern wollte Bloom all diesen Unternehmen ihr CTOS aufdrängen. Alle Daten würden von einem Masterprogramm geschützt und kontrolliert werden. Doch wir haben nicht fair gespielt. Wir haben tagelang ihr CTOS blockiert. Wir haben alle einzeln bloßgestellt, ihre Glaubwürdigkeit beraubt und eine beispiellose öffentliche Kontrolle verhindert. Vereint hat DedSec den unantastbaren Big Brother ein blaues Auge verpasst. Blooms Mann hinter dem Megafon, Dushan Nemec, verbringt dank unseres Einsatzes den Rest seines Lebens hinter Gittern. Er war ein Opportunist, der Blooms System über Verbindungen ausbeuten wollte. Sie werden ihn zum Sündenbock machen, ihn als übles Element brandmarken. Behaupten, dass dies ein einmaliger Fall sei. Aber wir werden sie nicht so einfach vom Haken lassen. Wir haben ihre Schwächen demonstriert. Menschlich wie technologisch. Mit großer Macht geht große Verwundbarkeit einher. Bloom und seine Speichellecker müssen sich jetzt vor dem Gesetz und der Regierung verantworten. Das Vertrauen in CTOS ist so niedrig wie nie. Das waren wir. Wir wissen, dass der Motor der Gier niemals ruht. Und wir versprechen,
DedSec auch nicht. Wir sind mehr als sie. Mit jeder Indiskretion, jedem Skandal und jedem Betrug wird unsere Zahl nur größer. Und wir behalten sie im Blick. DedSec hat euch gewarnt. Tut, was ihr wollt. Wie viel davon ist übertrieben? Ist es wirklich schon global? Überall schießen neue DedSec-Zellen hervor. Im Nahen Osten, Südamerika, Europa. Und nicht nur die. Wir können die neuen Hektivistengruppen kaum noch zählen. Okay. Mach den Anruf. Ganz sicher? Na los. Welchen Anruf? Ja. Das war's gewesen. Letzter Teil, das war das Finale von Watch Dogs 2. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich persönlich hätte gern öfter mal mit den anderen Figuren gespielt. Ja, ihr Lieben, ich danke euch allen fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Let's Play-Reihe gefallen. Meine Güte, die Musik ist gerade unglaublich laut. Ich hoffe, die ist bei euch nicht so wahnsinnig laut wie bei mir gerade. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Also mir hat das Spiel trotz des ein oder anderen Wutausflugs unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Also wer es sich noch nicht geholt hat, ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Ja, es wird auch hier wieder schwer werden, eine Nachfolge zu finden. Mal gucken, was mir so über den Weg läuft. Lasst euch überraschen, was kommt. Ihr könnt mir auch gerne ein paar Vorschläge in die Kommentare reinschreiben, was ihr gerne sehen wollen würdet. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Watch Dogs 2 Let's Play-Reihe. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann auch bei der neuen Let's Play-Reihe mit dabei seid, wenn ich mich für ein Spiel entschieden habe. Bis dahin wünsche ich euch natürlich, wie immer, eine gute Zeit. Lasst euch nicht hacken und ich sage tschüss.